Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Saskias Beauty Blog. Ich habe heute oder gestern durch meine Abo-Box so geklickt und dachte so, scheiße, Jahresfavoriten. Ich habe meine Jahresfavoriten vergessen. Wie konnte das passieren? Und ich wollte unbedingt ein Jahresfavoriten-Video machen, deswegen kommt das jetzt erst und dann kommt wahrscheinlich meine Abendroutine mit Baby, muss ich mal gucken, wie ich das schaffe zu filmen, weil das ist halt immer ein bisschen aufwendiger. Aber ich wollte unbedingt noch meine ganzen Jahresfavoriten vom Jahr 2015 mit euch teilen, weil ich finde das immer voll interessant zu gucken. Und außerdem habe ich dann so eine Review über eine längere Zeit von einem Produkt oder von anderen Produkten. Und nicht nur so, dass ich so eine Woche oder zwei benutzt habe, wenn es neue Sachen sind. Und ja, es war sehr schwer, Produkte rauszufinden, was so meine Jahresfavoriten sind, weil ich habe so viele Produkte und zu sagen, okay, das ist jetzt so Top of the Year, ist nicht einfach und ich habe mir Gedanken gemacht, aber das, was ich jetzt rausgesucht habe, sind echt Sachen, die ich super oft verwendet habe, die ich täglich benutze und ja, die ich sehr, sehr viel getragen habe letztes Jahr. Also fangen wir direkt an. Ich möchte mich an dieser Stelle auch schon mal für mein beschissenes Licht entschuldigen. Ich muss einfach sagen, es ist beschissen, weil irgendwie ist gar keine Sonne mehr draußen und mein künstliches Licht hat mir auch nicht gefallen. Das war so blaustichig. Ja, es war alles nicht so 100%. Deswegen habe ich jetzt die Lampe angemacht und filme wie immer vom Fenster, aber ist halt irgendwie keine Sonne da, ne? Ist halt scheiße im Winter. Okay, bevor die Sonne jetzt ganz weg ist, mache ich noch ein Selfie für Instagram. Das Video könnte etwas lang werden, also holt euch schon mal was zu trinken. Ich fange jetzt einfach mit Hautpflege an. Und ja, meine liebsten Hautpflegeprodukte sind wirklich das ganze Jahr über gewesen von Caudalie. Ich habe ja vorher immer Kiehl's benutzt und Kiehl's fand ich halt auch immer super gut. Aber ich muss sagen, Caudalie hat das Ganze echt noch getoppt. Caudalie wurde mir zugeschickt, kann ich an dieser Stelle sagen. Und ich durfte das testen und ich bin mega begeistert, weil meine Haut ist ja so mega empfindlich. Man muss wirklich bei mir nur so machen, ich habe rote Flecken irgendwie. Und auch wenn ich mich abends abschminke, dann bin ich mega rot. Das hat es zwar nicht verändert, weil mein Hautbild ist einfach so, aber es ist super sensitiv für die Haut. Und ich liebe diesen Schaum auch vor allem zum Abschminken abends, weil man braucht nur super wenig und es reicht irgendwie fürs Gesicht und für den Hals und es geht super viel damit ab. Und ich habe auch so ein Abschminköl aus dieser Serie. Das ist diese Trauben-Serie von denen und ich liebe die Sachen. Das riecht mega gut und ja, meine Haut ist meiner Meinung nach auch ein bisschen besser geworden dadurch. Ist sogar euch aufgefallen, wo ich mich sehr gefreut habe. Okay, wenn wir gleich echt im Dunkeln da sitzen, muss ich doch meine Lampen aufbauen, weil das geht ja gar nicht. Es ist Viertel nach drei und es ist einfach dunkel. Scheiße, ich muss eigentlich mal anfangen, morgens zu filmen. Ich schaffe das immer irgendwie nicht. Außerdem finde ich super klasse aus dieser Serie, dass Moisturizing Spray, Grape Water. Das benutze ich immer zwischendurch. Oft auch, wenn ich morgens aufwache, sprühe ich mir das ins Gesicht oder nachdem ich mein Make-up drauf habe oder immer, wenn ich so ein Spannungsgefühl auf der Haut habe, dann nehme ich das und das ist super erfrischend und ich finde das einfach mega geil. Dann waren wir jetzt ja ein paar Tage Wellness machen in Südtirol. Naja, richtig Wellness konnten wir ja nicht machen wegen dem Milan, aber ich habe mich zumindest mal massieren lassen, nochmal bei der Kosmetikerin. Und die haben dort diese Marke benutzt. Die nennt sich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Guinot. Ja, Guinot. Scheiße, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ich fand das einfach so genial. Und das Geile ist, ich habe es gar nicht da gekauft, sondern meine Schwägerin, die hatte mir das vorher schon besorgt und ich finde es einfach mega gut. Und das ist auch sehr feuchtigkeitsspendend, was für meine mega trockene Haut halt gut ist und sehr für sensible Haut geeignet. Ich weiß leider nicht, wie man das online bekommt. Ich versuche natürlich einen Link rauszufinden für euch von dieser Serie. Und dann poste ich euch das wie immer in die Infobox. Wenn ich keinen finde, dann gibt es leider keinen Link, aber irgendwo muss es sich ja geben. Deswegen, ja, also eine sehr, sehr gute Creme. Und ich mag das auch nicht, wenn ich eine Creme auftrage und die hinterlässt so einen öligen, fettigen Film. Das macht die nicht. Ich habe trotzdem das Gefühl, meine Haut ist intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Es riecht unheimlich gut und es ist sehr sensibel. Also ich habe danach nie irgendwie rote Flecken oder sowas. Und ja, sehr gute Creme für empfindliche, trockene Haut. Dann ein Produkt, was ich ohne Scheiß nonstop verwende, ohne dass ich schon gar nicht mehr leben kann, ist, ja, Trockenshampoo benutze ich schon sehr lange, aber das von Baptiste, ich sage immer Baptiste, Baptiste wahrscheinlich wegen dem Model, das ich so gut finde. Oh. Nein, Baptiste Trockenshampoo, ich war erstmal gar nicht so angetan davon, dachte so, naja, aber mittlerweile finde ich es richtig gut. Und auch dieses Oriental hat sehr, sehr gut gerochen, weil ich mag auch diesen Geruch von dem typischen Trockenshampoo nicht so. Das ist immer so ein bisschen
muffig, finde ich. Und das riecht richtig gut. Und das haben die auch für verschiedene Haarfarben, also für blond, für brünette, für dunkelhaarige. Und ja, man besprüht es einfach so ein bisschen an den Ansatz. Was habe ich bitte für ein Licht? Excuse me. Okay, schlimmer geht's nicht mal. Jetzt überlege ich echt, ob ich die Lampe aufbaue. Weiter geht's. Also, wie gesagt, wenn ihr ein gutes Trockenshampoo sucht, das gibt's übrigens bei Douglas. Ich kann euch auch da nochmal einen Link in die Infobox posten, wenn ihr wollt. Probiert es mal aus. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut und es riecht angenehm und man muss nicht jeden Tag Haare waschen und sieht trotzdem frisch gestylt aus. Wasche Haare sowieso nur zweimal die Woche. Dann hatte ich euch schon mal in einem Schminkvideo die Pinsel von Felicity Design gezeigt und ich finde die echt so, so gut. Das ist unglaublich. Also sie sind richtig weich, sind richtig schön bündig gebunden. Bündig gebunden, so dicht halt, das will ich sagen. Und ich finde, die Foundation verteilt sich wirklich sehr, sehr gut damit. Ich will nicht sagen, dass es die besten Pinsel sind, die ich je hatte, weil ich habe viele gute Pinsel, aber sie können auf jeden Fall bei den hochpreisigen Pinseln mithalten. Und ich mag übrigens auch die Farbe rosa mit Roségold, finde ich sehr, sehr geil. Das ist so ein Set aus, ich glaube, 10 oder 12 Pinseln, ich weiß es nicht genau auswendig. Ich habe da so eine Pinseltasche, ich habe die ja alle einzeln in meinen Behältnissen drin, deswegen weiß ich das jetzt gerade nicht. Aber falls ihr noch schöne Pinsel sucht, die sind wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass die nicht ausverkauft sind, jetzt wegen der Weihnachtszeit. Aber auch da linke ich euch einen Link hin in die Infobox und ihr habt da auch einen Gutscheincode, wenn ihr da bestellen wollt von mir. Der steht auch in der Infobox mit dabei. Wenn wir schon pinseltechnisch beim Gesicht angekommen sind, mache ich weiter mit Primer und Foundation. Und Foundation ist gar keine Überraschung, deswegen fange ich jetzt mal mit dem Primer an. Den habe ich relativ neu von Bare Minerals, aber ich finde den mega, mega gut. Und zwar finde ich den Foundation Primer von Bare Minerals wirklich ultra gut, weil er ja wirklich die Poren auffüllt, kein klebriges Gefühl hinterlässt, sondern eher ein pflegendes. Ich finde den von Laura Mercier auch sehr, sehr gut, aber ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob ich den besser finde. Es war sehr, sehr schwer auszuwählen, aber auf jeden Fall gleich gut. Also eigentlich müsste ich wahrscheinlich beide zeigen. Aber falls ihr einen guten Primer sucht, schaut euch mal den von Bare Minerals an. Ich liebe Bare Minerals, weil die Produkte einfach auch so für sensible Haut geeignet sind. Ich habe davon noch nie Ausschlag bekommen. Ich bin davon nie irgendwie rot oder so oder habe Pusteln bekommen, was ich von anderen Foundations manchmal bekomme oder Produkten. Und ja, deswegen Bare Minerals finde ich echt immer mega gut. Und wie könnte es anders sein? Meine Lieblingsfoundation ist auch von Bare Minerals, die Bare Skin. Die Bare Skin Foundation benutze ich schon ziemlich lange. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre jetzt. Also ein Jahr mindestens. Ich weiß nicht, wann die rauskam. Also wo die rauskam, habe ich die schon zugeschickt bekommen, habe die seitdem immer verwendet und benutze die fast nur. Habt ihr auch heute wieder drauf. Ich finde, die macht einfach so ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Das super Tolle an der ist, man braucht wirklich nur wenige Tropfen und man hat irgendwie das ganze Gesicht schon abgedeckt. Sie ist sehr deckend. Allerdings hat sie das Gefühl von einer sehr leicht deckenden Pflege irgendwie und man fühlt sich nicht zugekleistert. Und das liebe ich total an der, weil ich mag so ein deckendes Finish sehr gerne. Ich mag es aber auch nicht, wenn meine Haut ja zugekleistert aussieht mit Make-up. Und dieses Gefühl habe ich bei der nie. Und meistens, wenn ich die drauf habe, werde ich immer gefragt, was für eine Foundation ich drauf habe. Bei anderen eher seltener. Also denke ich mal, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe da momentan die Farbe 06. Die ist allerdings so ein bisschen zu dunkel momentan für mich. Könnt ihr mal gucken, die haben auch so eine breite Farbauswahl. Auch da kann ich euch mal den Link verlinken, die gibt es beim Douglas gibt es die. Und vor allem geeignet auch für sehr trockene Haut, wie ich sie habe, weil die auch so ein bisschen öligen Anteil hat. Meine ich zumindest, auf jeden Fall fühlt sich das so an. Was war denn da nochmal? Ich habe es vergessen. Ich glaube, die hat so einen, ja, so einen leichten Ölanteil. Man muss das auch immer vorher so kräftig schütteln, sonst kommt wirklich nur so Öltröpfchen raus. Also sie ist auch super pflegend. Ich gebe natürlich immer unter meine Foundation erstmal eine Tagespflege auf und öfters mal auch einen Primer. Nicht immer, aber oft. Und trotzdem ist meine Haut noch trocken. Deswegen perfekte Foundation für trockene Haut. Bei Highlighter habe ich auch lange überlegt, welchen ich in die Kamera halten soll. Und ich habe überlegt, welchen habe ich denn am meisten verwendet. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich im Sommer andere verwende wie im Winter und umgekehrt. Ich habe mich jetzt für den von Laura Mercier entschieden. Den mag ich unheimlich gerne. Das ist der Indiscretion Highlighter. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Oh Gott, total schlimm. Weil er ein leichter Highlighter ist. Er ist nicht so bam in your face, was ich auch super gut finde, teilweise im Sommer. Da habe ich den MAC, wie heißt der, Superb zum Beispiel. Der ist super bright und so. Der ist ein bisschen natürlicher. Ich trage den auch gerade. Man sieht aber trotzdem, dass ich einen Highlighter drauf habe, nehme ich mal stark an. Ist auch so eine schöne Farbe. Es ist nicht zu Champagnerfarben, es ist nicht zu bronzy. Es ist so, ich bin sehr schlecht im Farben beschreiben.
bisschen Champagnerfarben, würde ich sagen. Und ja, der verteilt sich einfach schön auf der Haut. Er macht ein schönes, natürliches, frisches Finish. Man kann ihn auch super gut unter den Augenbrauen und im Augeninnenwinkel zum Beispiel benutzen. Da sieht er auch sehr schön getragen aus. Und ja, ich habe den sehr häufig getragen letztes Jahr, deswegen ein Favorit von mir. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das ein LE ist, weil ich habe den letztes Mal beim Douglas nicht gefunden. Oh Gott, ich hoffe nicht. Dann habe ich auch lange überlegt, welche Blushes ich euch in die Kamera halten soll. Ich liebe MAC Blushes über alles, aber noch besser, muss ich sagen, finde ich die von Make-Up Geek. Ich finde einfach, die sind noch cremiger, die lassen sich noch ein bisschen besser auftragen und sind noch pigmentierter. Ich mag es, wenn Blushes pigmentiert sind, weil ich neige ja generell zum Overblushen. Das heißt, ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich trage auch heute eine Farbe und zwar trage ich heute den hier. Infatuation. Den trage ich heute auf meinen Wangen, wenn man das sehen kann. Das ist einfach so ein schönes, peachiges Braun, wo ich ja immer total drauf abfahre. Und der ist matt. Ich mag auch matte Blushes. Ich habe für den Sommer aber auch den Romance. Den finde ich sehr, sehr schön, weil er so ganz leichte Glitterpigmente drin hat. Oder auch sehr schön im Sommer ist der Summer Fling. Der ist sehr, sehr peachig auch. Also das sind so meine Favorite Blushes. Make-Up Geek könnt ihr online bestellen. Kann ich euch auch mal einen Link in die Infobox setzen. Ja, ich mag die unheimlich gern. Leider sind die eigentlich aus den USA. Warum flashen uns immer die Produkte aus den USA? So kann mir das mal einer sagen. Wahrscheinlich, weil man schlecht drankommt, ne? Dann ein Produkt, was ich ohne Scheiß von 7 Tagen die Woche, 6 Tage die Woche benutze, ist das Contour Kit von Anastasia Beverly Hills. Nicht nur, weil ich es super gut finde, sondern weil es vor allem auch praktisch ist. Und ich bin mittlerweile so, boah, dieses einzelne Döschen raussucherei geht mir manchmal ein bisschen auf die Eier. Und deswegen mag ich gerne so Paletten. Und ja, man sieht auch, dass die wirklich viel benutzt wird. Die sieht jetzt ja ein bisschen abgenutzt aus. Ich benutze eigentlich vorwiegend immer die Farbe hier zum Setten von meinem Concealer. Das ist Banana, nennt sich die Farbe. Dann benutze ich immer den mittleren Ton hier. Der ist sehr, sehr graustichig. Ich finde, das wirkt ein bisschen natürlicher zum Konturieren bzw. zum Bronzen. So richtige Kontur mache ich im Alltag nicht. Und den Highlighter, den verwende ich auch ganz oft, einfach weil er schon in der Palette mit dabei ist und ich keine Lust habe, noch einen extra Highlighter rauszugraben. Also wenn ihr etwas Praktisches sucht, vor allem auch für unterwegs, ich liebe das auch zum Verreisen, weil man hat irgendwie alles dabei, und ihr ein gutes Konturkit sucht, dann schaut euch das mal an. Ich habe allerdings gehört, dass das von NYX auch sehr, sehr gut sein soll. Habe ich persönlich jetzt noch nicht probieren können. War auch immer ausverkauft irgendwie, wenn ich an dem Counter war. Aber ja, ich habe sowieso festgestellt, dass NYX sehr, sehr viele Produkte von Anastasia Beverly Hills irgendwie so in das Sortiment mit aufnimmt. Was ich cool finde, weil man an Anastasia Beverly Hills ja sehr, sehr schwer drankommt und mit Zollgebühren und so. Hat auch nicht jeder Bock drauf, was ich verstehen kann. Trotzdem habe ich leider ein paar Sachen von dieser Marke, weil es einfach unschlagbar gut ist. Deswegen muss ich das leider in die Favoriten mit aufnehmen. Na, dann bleiben wir doch gerade bei Anastasia Beverly Hills. Und zwar vom Augenbrauenstift bin ich mehr als begeistert. Das ist der beste Augenbrauenstift, den ich jemals hatte. Ohne Scheiß, da gibt es wirklich, da kommt kein Augenbrauenstift mit. Die einzigste Alternative, die für mich noch in Frage kommt, ist von Catrice, der Augenbrauenstift, weil der von der Farbe gut ist. Aber vom Auftragen her ist es gar kein Vergleich, weil der von Anastasia Beverly Hills, der übrigens Brow Wiz heißt, und ich habe die Farbe Taupe. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen vergriffen in der Farbe. Beziehungsweise, was heißt vergriffen? Ich hatte letztes Mal, glaube ich, Medium Brown und habe diesmal Taupe, aber ich finde, passt auch. Und das Tolle ist, dass diese Spitze unheimlich fein ist, unheimlich spitz in Anführungszeichen ist. Man muss nicht ständig nachspitzen, was ich total hasse. Und die Farbe verteilt sich ganz, ganz cremig irgendwie, also so wie Butter. Ja. Man muss gar nicht feste aufdrücken und man kann ganz leicht die Augenbrauen nachziehen und man muss nicht irgendwie 1000 Mal drüber gehen oder so, um eine Farbabgabe zu haben. Und gerade für blonde Augenbrauentypen ist es unheimlich schwer, finde ich, den perfekten Ton zu bekommen. Und meine sind ja auch eher so ein bisschen aschiger, deswegen habe ich Taupe genommen und ich finde, es passt eigentlich echt gut. Der einzigste Nachteil ist, dass er ein bisschen teuer ist. Aber trotzdem kaufe ich ihn halt immer wieder nach. Dann war ich so lange auf der Suche nach dem perfekten Eyeliner und ich habe ihn nie gefunden. Es war immer so, ja, der ist okay oder der ist gut, aber ich glaube, jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Ich glaube, ich bleibe auch definitiv bei dem. Und zwar von Catrice, der Liquid Liner. Ich hatte von Catrice schon mal einen, den ich sehr, sehr gut fand, aber ich muss sagen, das Bürstchen von dem hier finde ich noch besser. Man kann wirklich sehr präzise arbeiten, er ist sehr fein von der Spitze. Er ist sehr, sehr schwarz, was ich mag, weil ich finde, manche Eyeliner sind gar nicht so richtig schwarz deckend. Ich mag das, wenn die richtig deckend sind. Ich mag das nicht, wenn die noch so ein bisschen schier durchschimmern und ich da dreimal drüber gehen muss und die mir dann runterbröseln am Ende. Also ein sehr guter
Eyeliner, Gel-Eyeliner aus der Drogerie. Dating Joe Black. Auch super wichtig, finde ich, für ein perfektes Make-up ist ein guter Concealer. Ich habe früher gar keinen Concealer benutzt. Ich dachte irgendwie so, ich habe gar nicht an Concealer irgendwie gedacht. Und ich muss sagen, es macht wirklich einen mega Unterschied, wenn man Concealer benutzt. Ich habe mittlerweile auch ziemliche Schatten unter den Augen. Das Problem, was bei mir immer war, ist, dass es sich so unheimlich in die Rillen abgesetzt hat, in die Fältchen. Das sind keine Rillen, das sind Falten, sind wir ehrlich. Und seit ich das aber sette mit dem Puder und seit ich die richtigen Produkte benutze, passiert das sehr, sehr viel weniger. Deswegen, ich glaube, es kommt auch immer auf die Produkte an. Welchen ich momentan auch richtig gut finde, ist von Bare Minerals in Stroke of Light, den ich mir an Weihnachten auf die Lippen geschmiert hatte, weil ich annahm, es sei ein Lipgloss. Ja, lesen hilft, ne? Nein, es ist kein Lipgloss, es ist ein Concealer. Und das Schöne an dem ist, er ist deckend. Er ist nicht so deckend wie der NARS Radiant Creamy Concealer, den ich auch über alles liebe. Aber er ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, was für mich gerade im Winter echt so ein Must-Have ist. Und die Farbe finde ich sehr gut. Es ist nämlich nicht so extrem gelbstichig, was ich sonst sehr, sehr oft neige zu kaufen, sondern er geht eher so einen Rosé-Ton. Und meine Haut ist ja eigentlich auch eher so rosastichig, deswegen, ja, sehr, sehr guter Concealer. Gerade wo ich das Bare Minerals Produkt wieder in der Hand habe, fällt mir ein, einige von euch sehe ich ja bald auf der Glow. Ah, ich freue mich. Falls ihr nicht wisst, was die Glow ist, ich verlinke euch die Informationen nochmal unten in die Infobox. Da werde ich auch sein. Es ist eine Beauty Convention und ich freue mich. Ich bin dafür Bare Minerals, also kommt vorbei und sagt Hallo. Sagt Hallo. Sonst geht's noch. Dann meine absoluten Lieblingsprodukte für die Lippen. Ich muss es leider in die Kamera halten. Ich habe es euch schon tausendmal gezeigt. Ich glaube, in gefühlt jedem Favoritenvideo, was ich letztes Jahr hochgeladen habe. Deswegen muss ich sie leider zeigen. Das sind die Anastasia Beverly Hills Liquid Lipsticks. Ich finde die so genial. Ich weiß, dass jeder die haben will und nicht irgendwie an die rankommt. Und es ist echt schwierig, die zu bestellen. Ja, es geht halt leider nur online und wahrscheinlich kommen auch Zollgebühren auf euch zu. Ich weiß es nicht, weil ich sie geschickt bekommen habe. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Die sind so genial. Also der Auftrag ist einmalig. Die sind so richtig, wie soll ich sagen? Okay, meine Aufnahme wurde gerade angehalten, weil ich zu viel erzähle. Vom Auftrag her sind die einmalig. Die sind so richtig cremig und aber sehr flüssig im Gefühl. Man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, man trägt irgendwie einen Lippenstift oder einen Lipgloss. Überhaupt nicht klebrig und extrem, extrem deckend. Und die trocknen matt, was ich mega geil finde, weil ich liebe matte Lippenstifte. Ich war dieses Jahr nicht so mit dem glänzenden Lipglossen beschäftigt. Ich stand total auf matt. Und ja, die Farben sind auch richtig geil. Ich habe einmal die Farbe Electric Coral, die ich übrigens den Sommer fast durchgetragen habe. Dann habe ich Heathers. Der ist sehr, sehr dunkel, sieht sehr, sehr cool und stylisch aus. Dann Baby Pink, was ich super für den Alltag finde. Und noch besser für den Alltag gefällt mir eigentlich Lovely. Da fragen mich auch immer alle, wenn ich den trage, bei Instagram, was für einen Lippenstift ich drauf habe. Die sind echt so pigmentiert, ey. Unglaublich. Guck mal bitte, wie pigmentiert die sind. Ist doch unglaublich, oder? Der eine ist noch nicht ganz trocken, deswegen ist er noch leicht glänzend, aber die trocknen alle matt. Finde die so geil. Oh. Und für alle, die jetzt denken, oh Saskia, warum zeigst du uns die? Wir können die eh nicht nachkaufen. Habe ich eine Alternative? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass NYX viel von dem Sortiment von Anastasia Beverly Hills abguckt. Egal. Die haben auch sehr gute Sachen. Und deswegen zeige ich euch den NYX Soft Matte Lip Cream Lip Gloss. Den habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Schwägerin, hat mich voll gefreut, weil der überall ausverkauft ist. Ich habe da die Farbe Stockholm, was so ein schönes bräunliches Nude ist, wo ich ja auch mega drauf abfahre. Und die haben auch eine breite Farbpalette. Ihr könnt die im Internet bestellen bei Douglas, weil in den Geschäften sind die immer vergriffen, also bei uns zumindest. Und ich swatch euch den auch mal nebendran, dass ihr auch mal die Farbe sehen könnt. Auch mega pigmentiert und mega cremig und super schön matt. Also eine sehr, sehr gute, günstige Alternative dazu. Gut, dass man mit Baby immer Feuchttücher im Haus hat, ne? Ich hoffe, ich bekomme die überhaupt ab, weil die sind so pigmentiert. Das wird schwierig. Dann meine liebsten Nagellacke. Die habe ich noch relativ neu, aber ich nehme sie schon in die Favoriten mit auf, weil ich sie so, so toll finde. Momentan habe ich ja Gelnägel, was aber nicht heißt, dass ich nie Nagellack trage, sondern wenn das anfängt, so ein bisschen rauszuwachsen oder so, oder ich keinen Bock auf die Farbe mehr habe, dann benutze ich auch Nagellack. Und einer meiner Lieblinge ist einmal von Kiko, der Poker Nail Lacquer. Und das ist die Farbnummer 01 oder 78. Ne, hier oben steht 01. Ich hoffe, das ist die. Es ist so ein schöner Nude-Ton, aber so ein bisschen ins bräunlich-topgehende. Finde ich sehr, sehr schön. Sieht immer sehr gepflegt aus. Ist übrigens ähnlich wie die Farbe, die ich jetzt als Gelnägel trage. Übrigens habe ich jetzt Snapchat, falls ihr mich adden wollt oder mit mir euch austauschen wollt. Ich heiße dort
ich weiß voll der Pornoname, xxx-saskia. Und mein Bauch kommt schon wieder, weil irgendwie alles andere schon vergeben war. Habe ich so einen Scheißnamen jetzt. Naja, egal. Hauptsache ihr findet mich. Und ich finde auch mega geil diese Velvet Satin Lacke von Kiko, weil die matt sind. Matte Nagellacke finde ich auch mega. Und ich habe da so einen schönen Nude-Ton auch wieder rausgesucht und das ist die Farbnummer 689. Und last but not least, meine favorite Lidschattenpalette ever, 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 ist die von Backstage. Ich benutze die wirklich jeden Tag. Es vergeht kein Tag, wo ich keine Farbe von dieser Palette verwende, weil die matt sind. Ich liebe matte Farben und super deckend. Also diese Farbe hier benutze ich täglich. Ich habe die immer im Augenlid. Ich benutze die wirklich, ja, ständig. Die und die täglich, seit ich die habe. Immer, immer, immer. Und guck mal, wie krass pigmentiert diese Farben sind. Das ist unglaublich. Ich suche euch auch da mal den Link raus, falls ihr eine gute Palette sucht. Die ist nicht ganz günstig. Ich glaube, die kostet 45 Euro. Aber wenn man überlegt, man hat so viele Farben zur Auswahl und man benutzt die so oft wie ich, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, meine Lieben, das waren meine Favoriten von 2015. Ich glaube, ich gehe jetzt mal was essen und kümmere mich um den Milan, weil ich höre, dass der schon wieder am Meckern ist. Und mein Mann, der kriegt da oben, glaube ich, schon gerade die Krise. Der macht nämlich heute extra Homeoffice, dass ich kurz filmen kann, weil im Moment ist der Milan ein bisschen anhänglich. Und er hält nicht so lange ruhig, vor allem nicht bei Favoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das ein oder andere Produkt war dabei, was vielleicht ihr euch mal nachkaufen wollt. Schreibt mir unbedingt auch mal eure Favoriten oder ein Produkt eurer Favoriten von letztem Jahr in die Infobox. Vielleicht kenne ich das ja noch gar nicht und ich habe etwas Wunderbares verpasst. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!